doing a new thing, making my heart sing, bringing color to this brand new day. It's never been clearer, you draw me nearer, you're always with me and you're here right now. My song, a melody, you're a perfect love for me. My heart is full of praise, your love, it makes a way. And I give you my hallelujah, hallelujah for all my days. Jesus, take my hallelujah, hallelujah, I give you praise. Oh, oh, ihr seid ja schon da. Kids, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Alle Hope Kids und alle, die sonst so eingeschaltet haben. Ich bin echt froh, dass ihr da seid. Und ja, das räume ich gleich auf. Und steht doch mit mir auf und wir tanzen einfach zusammen das erste Lied. Seid ihr bereit, Gott zu feiern? Ja! Yeah! Okay!
Kids, heute haben wir wieder ein Superheldenspiel für euch. Und wir müssen hier, unsere Superhelden müssen drei Fragen beantworten. Und wenn ihr die Frage falsch beantwortet, geht der Punkt an die andere Person. Okay, sie haben ihren Buzzer, sie werden drücken und ich stelle die Fragen. Bitte schön. Stimmt es, dass die Sendung mit der Maus schon 50 Jahre gesendet wird? Ja. Richtig! Ein Punkt für die Frage. Okay. 7 mal 6 ist 42. Ist das richtig? Ja. Du musst buzzern. Ja. Richtig. Ein Punkt für Talia. Und jetzt kommt die Quizfrage. Stimmt es, dass Christine ganz schlecht Essen mit ihrem Mann teilen kann? Ja, stimmt. Ja, richtig. Herzlichen Glückwunsch. Elisabeth hat gewonnen. Hi. Was denn hier für eine Unordnung, ey? Das sieht ja echt schlimm aus. Das ist doch alles nicht... Ach, Mann. Okay, wir müssen anfangen. Denn am Anfang möchte ich, dass ihr euch vorstellt, ihr seid zu Hause und seid gerade total vertieft in ein richtig cooles Spiel. Vielleicht badest du deine Babypuppe oder du baust eine coole Rampe für deine Hot Wheels Autos oder du bist gerade ins nächste Level bei deinem Nintendo Switch Spiel gekommen oder dein Kinderzimmer ist voll mit Playmobil, weil du was richtig Cooles aufgebaut hast. Und dann klingelt es an der Haustür. Die Frage an dich: Wer müsste jetzt vor der Haustür stehen, damit du aufspringst, alle stehen und liegen lässt, zur Tür rennst, diese Person freudig begrüßt und hereinbittest? Also überlege ganz kurz. Wer müsste vor der Tür stehen, dass du alle stehen und liegen lässt? Aber überlege nicht zu lange, denn jetzt startet schon die Geschichte. Hallo Jesus, wie geht es dir? Hallo Martha und Maria, mir geht's gut. Freut mich, euch wiederzusehen. Mensch, Jesus, möchtest du und die Jünger uns besuchen? Ja, total gerne. Dann bis später. Ich hätte gerne Möhren, Eier, Kohl... Und dann noch etwas von dem großen Schinken, bitte. Bekommen Sie Besuch? Bei den Mengen? Ja, Jesus und die Jünger kommen und es soll ein besonderes Essen geben. Und ich habe noch so viel vorzubereiten. So, Martha, ich feg erstmal das Wohnzimmer. Hier sieht's ja furchtbar aus, wie bei Hempels unterm Sofa. Das wäre wirklich gut, Maria. Und danach kannst du noch schnell Staub wischen, die Fenster putzen und die Böden wischen. Ich habe in der Küche noch so viel zu tun. Oh, hallo Jesus, du bist ja schon da. Komm rein. Was, jetzt schon? Oh nein, ich muss noch so viel machen. Hallihallo, herzlich willkommen. Hereinspaziert. Ich bin noch in der Küche und bereite etwas vor. Ich habe hier schon mal ein paar Häppchen. Und dann kommt noch das Fleisch in den Ofen, die Kartoffeln auf den Herd. Ach Mensch, es gibt noch so viel zu tun. Oh Mann, ich weiß gar nicht, wo mir der Kopf steht. Und Maria sitzt faul neben Jesus. Sie könnte mir doch helfen. Sie könnte die Möhren raspeln und sie hat auch nicht die Fenster geputzt. Ich arbeite mich hier ab und sie macht mal wieder nichts. Ich bin so wütend. Mir reicht's. Ich gehe jetzt zu Jesus. Jesus, ist es dir egal, dass ich die ganze Zeit arbeiten muss und Maria hier nur herumsitzt? Sag ihr, sie soll mir helfen. Meine liebe Martha, Maria hat sich für das entschieden, was wirklich wichtig ist. Das werde ich ihr nicht wegnehmen. Nichts ist so gut oder wichtig für dich, als in meiner Nähe zu sein. Das ist das Beste, was du tun kannst. Wir sind immer richtig gut beschäftigt. Wir haben so viele Spielsachen zu Hause. Wir haben Termine. Dann gibt es Aufgaben. Dann müssen wir unser Zimmer aufräumen oder Schulhausaufgaben machen. Dann haben wir irgendwelche Verabredungen und das sind alles wichtige und gute Dinge. Und auch Martha. Martha, die hat sich so gefreut, dass Jesus zu ihr nach Hause gekommen ist mit den Jüngern und sie wollte, dass alles perfekt ist. Und dann hat sie schnell aufgeräumt und sauber gemacht und dann hat sie schon mal den Gästen Getränke serviert und dann ist sie in die Küche und sie wollte, dass es wirklich jedem schmeckt, dass jeder satt wird. Und doch hat Jesus gesagt, Maria hat das Bessere gewählt. Und Maria saß
bei Jesus ganz in der Nähe und hat ihm zugehört. Wenn du bei einem Freund eingeladen bist und dann sitzt er zu Hause und sitzt vor seinem Tablet und spielt ein Spiel und er ignoriert dich und lässt dich gar nicht mitspielen und das macht er stundenlang und jedes Mal, wenn du bei ihm zu Besuch bist, würdest du ihn dann nochmal besuchen? Also ein richtig guter Freund, wenn der dich einlädt, ja, der spielt mit dir zusammen, der teilt seine Spielsachen mit dir und dann erlebt ihr Abenteuer, dann geht ihr raus und dann esst ihr zusammen, dann lacht ihr zusammen und ihr entdeckt neue Dinge und dann verratet ihr euch Geheimnisse und dann habt ihr richtig eine gute Zeit und du wirst dich wieder mit ihm verabreden und dich wieder mit ihm treffen und wieder mit ihm reden und irgendwann dann weißt du, was mag dein Freund, was gefällt ihm, was isst er gerne. Oder was gefällt ihm nicht? Was mag er nicht? Und ihr könnt über dieselben Dinge lachen. Und das passiert nicht einfach so. Nein, das passiert dann, wenn ihr miteinander Zeit verbringt. Und so ist es auch mit Jesus. Jesus, er möchte unser Freund sein. Dieser coole Typ, Gottes Sohn, der Retter der Welt, ja, der nur das Beste für uns möchte, dass es uns gut geht und dass wir gute Entscheidungen treffen und dass wir ein Leben voller Freude führen. Und er möchte unser Freund sein. Ist es nicht genial, dass Jesus auch möchte, dass wir sein Freund sind und er möchte Zeit mit uns verbringen? Aber wie machen wir das? Du machst es genau richtig, denn du hast gerade das Bessere gewählt, denn du schaust diese Sendung, du schaust den Kindergottesdienst. Und so ist das, wenn du in die Kirche gehst oder dir eine Kirche online anguckst, dann lernst du Sachen über Jesus, du hörst Geschichten über Jesus, du hörst, was er gesagt hat und das ist richtig cool, du lernst Jesus dadurch besser kennen. Und Jesus ist ja nicht so bei dir zu Hause wie bei Maria Martha auf dem Sofa. Nein, Jesus, er ist bei jedem von uns, er ist bei uns in unserem Herzen und das Coole daran ist, wir können deswegen immer zu jeder Zeit mit ihm reden. Wir nennen das Beten. Das kannst du jeden Tag machen. Du kannst dir eine feste Zeit nehmen oder dass du mit Jesus redest. Und das Coole ist, du kannst es auch zusammen mit anderen machen, mit Freunden, mit deiner Familie. Auch das werden wir gleich nochmal ausprobieren. Zusammen mit der Familie über Jesus sprechen oder auch mit ihm reden, mit ihm beten. Und du kannst richtig coole Dinge machen, so wie singen. Wenn du singst von Gottes Größe und wie toll Gott ist, dann freut sich Jesus darüber. Der ist wie so ein Geschenk ihm geben. Und du kannst in der Bibel lesen. Es gibt so viele Dinge, die du machen kannst, um Zeit mit Jesus zu verbringen und ihn besser kennenzulernen. Und dann wirst du irgendwann vielleicht immer fragen, was soll ich jetzt tun? Und dann kannst du überlegen, was würde Jesus jetzt tun oder was gefällt ihm und was gefällt ihm nicht. Und auch gleich beim nächsten Bastel-Tory kann dich daran erinnern, was du gleich bastelst, ja, dass Jesus dich lieb hat, dein Freund sein will oder dich einfach daran erinnern, mal wieder in der Bibel zu lesen. Hallo, heute basteln wir ein Lesezeichen hin. Dafür brauchen wir einen Klebestift, eine Schere, ein Lineal. Wenn ihr möchtet, könnt ihr auch mit Buntstiften das anmalen. Und bitte nicht vergessen, ein rosa Papier. Dann faltet ihr das einfach mal nach oben. Dann faltet ihr das wieder auf, nehmt die obere Seite und klebt sie bis zur Mitte. Nehmt ihr die untere Seite und klebt sie ganz nach oben. So soll das dann einmal aussehen. Dann nehmt ihr das am besten einmal so und macht hier einen kleinen Knick, damit ihr wisst, wo die Mitte ist. Und dann nehmt ihr den Kleber, klebt hier ein bisschen Kleber hin. So. Und dann faltet ihr das Ganze einmal hier so hoch. Dann dreht ihr das einmal um und nehmt die oberen Seiten und macht da ein bisschen Kleber drauf und klebt die Seiten einmal runter. Und dann macht ihr das auch noch mit den anderen Seiten, die hier vorne sind.
So sieht das dann erstmal aus. So, und dann könnt ihr das anmalen. Und so kann das dann aussehen. Ihr könnt das in ganz verschiedenen Varianten machen. Und tschüss. Viel Spaß beim Nachmachen. Viel Spaß beim Nachmachen. Hi Kids. Cool, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin hier bei der Hope und ich gehe jetzt mal zu Henrike und gucke, was die gerade so treibt. Henrike, was machst du da? Ich wollte messen, wie lang die Liebe Jesu ist. Ich habe extra das längste Maßband mitgenommen, was ich gefunden habe. Aber du kannst die Liebe Jesu da nicht mit einem Maßband messen. Wieso nicht? Komm mal her, ich erkläre dir das. Also, das ist folgendermaßen. Weißt du, du kannst die Liebe Jesu halt nicht mit einem Maßband messen, weil die so viel größer ist. Verstehst du? Hast du das jetzt verstanden? Ja, ich glaube schon. So wie in Epheser 3, Vers 18. So weit, so lang, so hoch, so tief ist die Liebe Jesu. Und jetzt noch mal für euch mit Bewegung. So weit, so lang, so hoch, so tief ist die Liebe Jesu. So, liebe Kids, liebe Familien, also wenn neben dir gerade nicht dein Mama, Papa oder Bruder, Schwester sitzt, dann hol ganz schnell diese Person, denn jetzt werden wir zusammen mit der Familie eine Zeit haben, wo wir über Jesus reden, wo wir darüber nochmal kurz sprechen, was ist uns wichtig geworden bei dem Input oder bei der Geschichte. Und dann nehmt euch doch auch noch einen kleinen Moment Zeit, um Jesus mit reinzunehmen, um zu beten. Zum Abschluss werde ich jetzt noch ein Gebet sprechen und wenn du magst, kannst du mit einem lauten Amen mit mir das Gebet beenden. Jesus, du bist der allerbeste Freund, den wir haben können und wir möchten auch deine Freunde sein. Wir wollen Zeit mit dir verbringen, wir wollen dir unsere Aufmerksamkeit schenken. Wir wollen ja dich in unser Leben mitnehmen. Jesus, ich bete, Herr, dass wir auf dich hören, dass wir hören, wie du zu uns sprichst, Gott. Und wir wollen erleben und fühlen, wie du jeden Tag bei uns bist. Jesus, du hast so viel Liebe für uns und du hast so viel Gutes für uns. Danke dafür, Jesus. Und ja, wir geben dir Ehre und Lob und sagen dir einfach danke für diesen coolen Gottesdienst und danke, dass du unser Freund bist. Amen. Wir wollen tanzen, das machen wir gern. Wir wollen klatschen, laut in die Hand, den Gott.
das war doch mal ein cooler Gottesdienst. Und wenn ihr auch einfach mal mit euren Familien ein Bastel-Tutorial oder ein Familienspiel machen wollt, dann schreibt uns doch einfach mal mit euren Ideen. Und jetzt kommt noch der QR-Code für Zoom, also haltet eure Handys bereit und trefft eure Freunde. Und schaltet auf jeden Fall nächste Woche wieder ein, das wird genauso cool. Und ich räume jetzt erstmal auf und euch sage ich Tschüss. Bis zum nächsten Mal.